Ich habe jetzt sogar rausgefunden, warum du nichts sehen kannst, Pascal. Du hast eine Sonnenbrille auf und es ist dunkel. Pascal, erzähl mal ein bisschen was. Jo, herzlich willkommen. Wir sind heute hier, Tag 1 vom Videodreh. Wir sind heute hier in einer verlassenen Lagerhalle, drehen heute den ersten Teil zu Herz aus Stahl. Das ist Alex. Oh, ich sehe überhaupt gar nichts, weil die Lichter blenden. Und wir machen jetzt so ein bisschen Action. Mal jetzt ein bisschen Radau. Richtig? Okay. Okay, Marcin, du kannst starten. Weißt du eigentlich, wie das ganze Ding begonnen hat? Weißt du eigentlich, wer ich damals war? Das ist so vom Festival. Selbst die Uhr ist da nicht wie rassig. Die kommt sogar sauber kann. Och, man guckt, dass die Schuhe. Och, meine gute Creme. Ich raste hier aus, ey. Marci. Das kommt davon, wenn man wieder. Ja, genau, weil es meine Schuld war, oder was? Ja. Oft. Mir ist langweilig teilweise. Kipp ich du einfach mal auch so ins Auto. Nie die Schuld bei dir, ne? Das ist dein Fehler. Sind immer die anderen schuld, kann das sein? Lass es jetzt, echt. Mann, ey, kannst du alles wegwerfen hier, die ganze Scheiße. Das war doch eh umsonst. Was? Ja, dein Gehörschutz und das bisschen Tape. So hinterlassen wir es ja. Der arme Kaffee. Ja. Ich wollte die Box eh mal sauber machen. Die habe ich von dem Typen gekriegt, wo ich die Bose-Anlage gekauft habe. Ich weiß. Voll nett, der Typ, ey. Das ist einem einfach so beim Kauf einer Bose-Anlage ein Wäschekorb sponsort, spendiert, bezahlt, mitgibt. Wahrscheinlich ist jetzt hier alles dunkel. Einfach mal so ein bisschen nach hinten filmen. Wir sind jetzt unterwegs. Es ist genau 6.24 Uhr. Wir sind jetzt seit genau einer Stunde unterwegs. Wir fahren heute das dritte Mal in Folge in den Harz und werden heute das Musikvideo zu Herz aus Stahl drehen für die EP. Und es ist auf jeden Fall fucking früh. Man sieht hier, ich gehe mal hin, ich möchte natürlich das Team filmen. Wir sind heute auf jeden Fall gut ausgerüstet, wenn man mich überhaupt sehen kann. Ausrüstung und Guten Morgen, guten Tag, weiter geht's. Auf unserer Rapp. Ich hab den Namen nicht drauf. Wir sind auf jeden Fall auf dieser Brücke und wir haben jetzt unsere Takes alle im Kasten. Alex hat gedreht, Niklas hat gedreht. Und Alex, was machst du hier überhaupt? Also, du hast gerade gefilmt, ja, ich weiß, aber vielleicht kannst du so ein bisschen mehr noch. Ich glaube, wir haben hier unseren Gimbal angeschlossen. Und was machen wir? Ja, wir filmen hier auf der Brücke einfach hin und her, runter, hin. Sonne geht auf. Von oben, von unten. Von oben, alles unten. Mit dabei. Das haben wir mit Beleuchtung und da ist es einfach nur absolut dreidimensional, was wir hier machen. Das ist einfach unvorstellbar. Hammer. Die Drohne ist eben noch rechts und links von der Seite geflogen und hat die übelsten geilen 4K-Bilder und Aufnahmen gemacht. Das ist einfach nur absolut gigantisch, ja, wenn man sich diesen Ausblick hier mal reinzieht. Hammer. Was habe ich vor 2 Jahren gesagt? Mitten in der Wüste vom Harz. Bam. Was denn? Mit Fingern? Achso. Ne, wir müssen wieder so einen machen. Hier kannst du auch günstig wohnen, glaube ich. Weiß nicht, was kostet der Quadratmeter? 50 Cent?
Ja, wir haben jetzt eine Doppelhaushälfte uns ersteigert für 4.433 Euro. Ich wollte gerade sagen, die haben ja noch Markt wahrscheinlich. Erstmal einen Hektar Land gekauft. Ja. War gerade mal. Ah, es geht aber hoch da jetzt, ne? Echt? Wenn die Burg auf den Berg steht. Guck mal, das links sieht so aus, als würde das runterfallen. Guck mal, hier links haben wir die kleinen. Mäh! Mäh! Wir treten auf eigene Gefahr. Boah, guck mal, wie weit das ist. Ja, hier geht's dann hoch. Ist runter. Ja. Wollen wir da jetzt hochgehen? Wir können wieder nach Hause fahren, wenn das nichts für dich ist. Alex, meine Wanderschuhe jetzt nicht an, also das geht nicht. Lass uns auch alle einzeln. Oh, und wir müssen die Schutzweste und alles mit hochnehmen, ne? Hier, ab moin. Hier nicht. Wir gehen mal hoch. Sorry, habe ich nicht gemacht. Aber wir filmen uns jetzt mal so. Warte, habe ich abgeschlossen? Ja, abgeschlossen. So, wir sind nun angekommen in Burg. Mach mal deine Scheiße leiser. So, wir sind nun angekommen in Burg Arnstein. Sorry. Und das ist auch der letzte Drehort. Wir müssen jetzt noch ein paar Kilometer laufen, aber ist ja gar kein Problem. Falls ihr euch wundert, ja, ich habe eine Schutzweste an. Und werden dort jetzt gleich die letzten Takes mitdrehen. Da vorne sind Alex und Björn, Burg Arnstein. Zieht euch das geile Ding mal rein. Alex, was sagst du? Schauen wir noch rein, oder? Ja. Hoffe ich doch. Wir müssen ja irgendwo die Nebeltöpfe zünden. Alles offen ist. Kannst du mal rein. Was kostet denn los? For free! Ja, das ist nochmal am Berg, dass man runter gucken kann. Da finde ich gut, dass du es auch nochmal sagst, sonst hätte ich das vergessen. Oh, schöner Blick ins Tal. Hier werden wir ein paar geile Takes machen. Das ist auch der letzte Drehort. Wir haben eben zwischenzeitlich nochmal kurz irgendwo angehalten. Alex fand da eine Wiese ganz geil und sagt, jo, wir müssen hier was drehen. Das ist der Moment. Dieser Moment mit diesem ganzen Musikmachen hin und her Scheiß. Das ist geil. Das ist Hammer, ja? Weil wann erlebst du etwas wie dieses, dass du einfach nur an übelst geile Orte fährst, mit deinen Freunden abhängst und das Ganze auch noch auf Video festhalten kannst. Was man die Tage immer so erlebt, Freunde, das ist geil. Das ist alles easy. Ich hab's auf Video. Alter! Ist was kaputt? Ja, ein Rotor. Egal. Ist das schlimm? Nee, ich hab noch mal dabei. Alter! Doch ich glaubte dran, weg zur Sonne und zum Mars. Ohne Label oder Plattenvertrag. Von ganz unten in die Charts. Ich bleib independent, wenn du was willst, dann mach's mir wahr. Zu viel Zeit schon verloren, ohne Zweifel nach vorne. Ich bin jetzt diesen fucking Weg hier hochgelaufen. Und die Drohne hat jetzt gefilmt. Da hinten stehen die anderen. Ist ja an sich kein Problem. Bin ja mittlerweile gut in Form. Aber mit solchen Schüchchen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist das ganz schön anstrengend. Und wisst ihr, was viel schlimmer ist? Das ist kein richtiger Weg. Und diesen Weg muss ich jetzt ja auch noch zu runter. Und es sind minus 1 Grad. Das heißt, man kann sich so ungefähr ausrechnen, dass dieser Boden vielleicht noch so ein bisschen feucht und nass ist. Ja? Und hier ist Gras drauf. Also, wenn man diese ganzen Faktoren einfach mal berücksichtigt, merkt man, okay, das könnte rutschig sein und fucking shit, es ist.
Richtig, richtig rutschig. Aber ich nehme euch mit, ja? Für Gysi, dieser Weg wird kein leichter sein. Und deswegen gehen wir diesen Weg gemeinsam. Da haben die mich gerade schon wieder gerufen. Die wollen noch was drehen. Dafür haben wir alles im Kasten. Junge, die treiben mich hier von A nach B. Was ist denn? Noch ein Weg zum Hochgehen? Seht ihr, wie steil ich gerade hochgegangen bin? War ganz schön dolle. Wie bitte? Ich habe nichts gesagt. Dieser Weg. Wird kein leichter sein. Hier ist ein Weg? Junge, und ich lauf die. Guck mal, wie. Ich lauf die Scheiße hier quer hoch, Alter. Weißt du, wie im Arsch ich bin? Das glaube ich. Kleinigkeit noch. Dieser Weg hier einmal und dann den Berg, den du eben schon hochgegangen bist. Dann sollte es gewesen den, sein. Nochmal, den Weg eben schon hochgegangen bin. Habt ihr nicht gefilmt? Doch, aber das ist ja einmal von hinten quasi mit der Drohne und dann Nahaufnahmen ja immer nochmal. Wie wir hinter. Also, ich weiß nicht, ob Alex da einmal möchte. Ansonsten gehe ich da einmal mit dir hoch. Ich gehe hinten quasi ja, so hinter. Weißt du, wie so, wenn du hier mit die. Tu ich so. Die, lass dich quälen, ja? Ich weißt habe wenn Nikes die, an, ja? Wenn die Schuhe hier, ja, das kann man auch schön filmen. Du hast auch Bergsteigerstiefel an, ist richtig. Ja? Ich bin ja auch jedes vorbereitet. Mal fast, ja, ich soll, ich vorbereitet. Mit den, soll ich mit denen schon ein Video drehen? Ich Niklas, frag dich mal ganz kurz, wie oft deine Schuhe jetzt auf den Videos drauf sind. Diese? Mhm. Ja gut, in der Burg schon. Das zweite Mal. Nein, ich meine jetzt, in wie vielen Videos, die wir jetzt heute gedreht haben, da mit deinen Schuhen draußen. In der Burg sind schon ein paar, da muss ich dir recht geben, das stimmt. So, brauchst du noch eine Pause oder können wir jetzt weitermachen? Oh, du Kasperkopf. Wo bist du denn? Ach, da. Selfie-Alarm! Wir machen gerade ein cooles Foto für euch. Höher halten. Von oben, genau. Er wieder. Okay? Warte noch eins. Klar. Okay. Okay, cool. Fertig! Auf nach Hause. Aber erstmal interviewen wir hier noch die anderen beiden Peoples. Und asken die ein bisschen hier, wie sie das fanden. Ey, Jungs! Wir sind fertig! Yeah! Wuhu! Rima! Alle! Was? Kurz und Nutzen für alle! Wuhu! Fertig, fertig, fertig! Mit der Welt! Tschüss! Sagen alles easy, lauf so weit ich kann. Jeden Tag ein Stück mehr, den Weg entlang. Jeden Tag und jede Nacht, irgendwie immer weiter weg vom Abgang. Und ich flieg, bis die Flügel verzagen. Und ich lauf, so weit die Beine mich tragen. Immer weiter geradeaus. Ich stammere voller Fragen und ich höre nicht drauf, was mir die anderen sagen. Alles easy.